euer WGLP. Heute mit einer kleinen Sonderspezialsendung am 7. November. Heute ist der Dienstag und das heißt bei uns in GTA, es ist was Neues rausgekommen. Ein Flugzeug mal wieder. Weil wen wundert's? Lange kein Autos mehr kommen, dafür ein Flugzeug. Und zwar ist das bei Warstock drunter die P45 Nokota. Sieht für mich etwas aus wie ja aus dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, so ein Flugzeug. So ein kleiner Kampfjet. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Der Preis beträgt sich auf 2,6 Millionen, also runden wir mal auf 2,7 Mille. Wenn ihr natürlich hier die Hangar-Mission macht, bekommt den billiger. Ich habe es natürlich nicht, weil ich habe keine Mission da gemacht bis jetzt. Ja, was können wir dazu großartig sagen? Das weiß ich selber noch nicht. Ich habe ihn selber noch nicht gekauft. Aber das mache ich mit euch jetzt. Wir kaufen uns das Flugzeug für 2,7 Mille einfach mal. Locker vom Hocker. Und warten, bis es da ist. Und dann schauen wir mal, was wir mit diesem Flugzeug alles so machen können. Einstellungen, was für Bomben wir reinmachen können, für Waffen allgemein, wie es sich fliegen lässt. Und dann schauen wir mal, was wir da so alles Schönes haben. Ja, ihr seht, ich bin mit meinem Privatjet angekommen. Luxus muss ja ein bisschen sein. So, jetzt laufen wir mal in den Hangar rein und gucken einfach mal ganz entspannt, wann das Flieger mal langsam ankommt. Diese P45 Nokota, bin ich mal sehr gespannt drauf. Also Kampfjets sind schon ganz cool. Komme ich besser mit klar mit vom Fliegen her als mit die Sea Breeze oder wie das Ding da heißt. Fand ich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es war so ein Amphibienflugzeug. Aber naja. Und natürlich ist es besser als die Howard. Also das ist ein Stuntflugzeug, wer damit am besten klarkommt. Den gratuliere ich natürlich, also ich komme mit dem Ding überhaupt nicht klar. Das hat eine Lenkung wie, weiß nicht was. Da lenkst du einmal ein bisschen nach links oder rechts. Und dann fliegst du natürlich gleich, weiß ich wohin. So, also ein bisschen warten hier, bis das Ding mal auftaucht. Bis wir langsam kriegen. Was kann ich dazu noch sagen? Ja. Nicht großartig viel. Lass uns mal selber überraschen. Ich bin selber mal. Oder besser, ich lasse mich mal selber überraschen, was das Flugzeug alles so kann. Was wir da so machen können mit dem Ding. Schreibt mir mal in die Kommis, was ihr so am liebsten fliegt in GTA. Ob es jetzt Hubschrauber sind, hier zum Beispiel die Valkyrie oder doch die Howard. Gibt es bestimmt einige von euch. Und doch den Buzzard oder vielleicht doch die Hydra. Was ich ganz cool finde, ist hier dieser Seegleiter. Der ist ganz cool unterwegs. Der hat auch was drauf. Aber schreibt mir mal in den Kommis mit, was ihr so am besten klarkommt. Würde mich mal schon interessieren. So, wir haben eine Nachricht bekommen. Die P45 Nokota ist angekommen. Na, das ist doch mal schön. Dann gehen wir doch mal vorne hier hin. Und schauen wir mal. Lager. Ach so. Haupthanger. Da ist er doch. Steht schon drin in der. Sieht fast so aus, ne? Ja, komm. Ist okay. Quatsch mir nicht voll. Da ist die P45 Nokota. Ich dachte gerade, die wäre im Lager, aber haben welche von reingesetzt. Ja, sieht aus wie so ein typischer Kampfjet aus dem Zweiten Weltkrieg. Würde ich jetzt mal fast schätzen. Wenn ich mich jetzt vertan habe oder was falsch gesagt habe, tut es mir leid. Korrigiert mich denn. Hier vorne sehen wir schon die MGs, glaube ich, dran. Ne? So Bord-MG. Sieht doch schon mal sehr geil aus. Und dann schauen wir mal, was die Karre so drauf hat. Bin ich ja mal sehr gespannt jetzt. Komm, steig mal ein da. Ja, laufen wir noch rum da. Ganz entspannt, ne? Na, mal gucken, vielleicht wird er zu meinem Lieblingsflugzeug. So. Modifizieren. Ja, Panzerung haben wir ganz normal, Standard. Die hauen wir gleich mal voll. Gegenmaßnahmen. Ja, Täuschkörper wäre, glaube ich, das angebrachteste. Würde ich auch mal sagen, so Täuschkörper rein damit. Zusatztanks haben wir. Mhm. Zusatztanks. Das könnte bedeuten, dass es ja fast dann auf dem Wasser landen könnte. So wie es aussieht.
Motor, den verbessern wir mal. Steuerung, nämlich Sportsteuerung, keine Rennsteuerung. Also ist ein kleiner Tipp von mir. Ich habe das mal, müsst ihr selber wissen. Aber wenn ich Rennsteuerung mache, komme ich mit den Flugzeugen gar nicht klar. Sei es Flugzeug oder Helikopter. Ich mache Sportsteuerung, da ist es angenehmer mit zu fliegen. So, Designs, was haben wir denn hier Schönes? Ja, wie schon erwartet, wie ich mir fast gedacht habe, aus dem Zweiten Weltkrieg. Man sieht es hier vom Style her schon, von den ganzen Designs, sieht es wirklich fast so aus. Also sind coole Designs dabei, hat auf jeden Fall was. Oh, was nehmen wir denn als Entspanntes hier mal? Die Auswahl ist schwer. Das interessiert mich ja fast sogar hier. Das sieht nicht schlecht aus irgendwie. Standard, ne? God save the king. Ah ja. Getarnt. Haifisch, ne. Hangarkriege. Schachspecht. Den möchten wir nicht haben. Dirty Gurgi. Heißer Flieger. Ja. Der wird zum Bomber fast ganz gut passen. Aber wen ist mal hier? Schrapnell, glaube ich. Oder doch den da? Nehmen wir mal hier die Wüstenratte. So, Wüstenratte. Lackierung, sekundär. Da wird jetzt nicht viel tun. Primär. Ach doch, ein bisschen tut sich da was. Da können wir fast eigentlich mal hier so erdbraun nehmen, oder? Was nehmen wir da? So blattgrün. Naja, zu grün darf es auch nicht werden. Nehmen wir Waldgrün, glaube ich, ne? So ein bisschen Oliv. Na, Olivgrün. Wird, glaube ich, ganz gut dazu passen. Waffen, Premierwaffen, Lenkraketen, Teile drinne. Den nehmen wir natürlich auch mal rein, die Lenkraketen. Hört sich gut an. Ja, und das war's im Großen und Ganzen schon. Also, gute Zusatztanks könnten wirklich dafür sein, dass sie Wasser machen. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal. Bauen wir rein, können wir mal rausbauen. Ich mach's einfach mal rein jetzt, um zu testen. Haben wir alles drin jetzt? Ja. So. Dann nehmen wir mal den Hangar verlassen mit dem Flugzeug und dann testen wir das Flugzeug doch einmal ganz entspannt. Und mal sehen, wie sich das Ding fliegen lässt. Da bin ich ja mal selber gespannt jetzt. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So, dann geben wir mal Gas hier. Oh! Ja, da geht's schon los. Fliegen ist bei mir auch so eine Sache. Was hat gut Power auf jeden Fall. So, einmal hochziehen. So, mit 4 können wir wieder auswählen zwischen Raketen, ungelenkt und Raketengelenkt und Maschinengewehr. Haben wir Dauerfeuer mit dem Ding? Jawohl! Das ist natürlich sehr geil, haben wir Dauerfeuer damit, das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir. Hat was. Von der Steuerung her, wie gesagt, Rennsteuerung ist echt optimal. Weil nicht so viel drehen, sonst hole ich gleich einen Kotzeimer hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein richtig geiles Flugzeug. Das steuert sich richtig geil, macht echt Spaß damit. Ich glaube, das könnte echt mein Lieblingsflugzeug gewesen werden. Wollen wir so ein bisschen hier runter? Ja, lass mich auch mal in Ruhe. Das habe ich auch so geschossen. Aber es macht echt Spaß. Also wenn ihr euch das holen wollt und das Geld dafür habt, das ist das nötige Kleingeld, empfehle ich euch das Flugzeug echt ans Herz. Wie gesagt, ich habe jetzt die Rennsteuerung drin, damit kommt man eigentlich am besten klar. So, ich ist bei jedem natürlich verschieden. Das sind Leute, die können natürlich, sind hier die Könige der Luft, die können damit echt besser umgehen als ich, das ist ganz klar. Fahren wir das. Anne, wir wollten ja was ausprobieren, genau. Wir wollten mal gucken, ob wir im Wasser landen können. Mit den Zusatztanks. Ob da irgendwas geht. Ich befürchte natürlich Schlimmeres. Weil wofür sollen die Zusatztanks sonst sein eigentlich? Gucken wir doch einfach mal ganz entspannt. Ich würde sagen, wir werden sowas von sterben jetzt. Ja, genau das ist passiert. Ay, caramba. Okay, also die Zusatztanks sind nicht dafür da, um auf dem Wasser zu schwimmen. Das haben wir jetzt auch mal getestet.
Ach, verdammt. Naja, egal. Ne, no risk, no fun. Das haben wir es mal probiert. Wir wissen, es ist nicht zum Schwimmen. Also probiert es nicht aus. Gut, das war auch schon das kleine Video für heute. Mit der Vorstellung von der P45 Lakota ist empfehlenswert. Also von meiner Seite aus empfehle ich es euch sehr auf jeden Fall. Ist ein cooles Flugzeug, lässt sich gut steuern. Geiles Handling, hat Dauerfeuer mit den Raketen. Ist wie gesagt ein kleines geiles Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, so soll es dargestellt werden, denke ich mal. Wer das Geld dafür hat, holt es euch. Macht ihr, glaube ich, nichts mit falsch. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao Leute, euer Woogie.